Hallo und liebe Grüße aus Florida. Ich bin hier am Lake Mineola in Clermont. Das ist auch da, wo der Great Floridian Triathlon immer stattfindet. Einer der ältesten Langdistanzen hier in Florida. Vielleicht war da ein oder andere auch schon mal bei euch. Ich habe hier jetzt mein Trainingsbasis quasi aufgelegt. Nachdem der Ironman 73 Texas kurzfristig abgesagt wurde, bin ich schon ein paar Tage früher hier runtergefahren, um nochmal den letzten Feinschliff für die Challenge Daytona zu holen. Die finale Startliste ist ja nun auch endlich online und ja, vielleicht habt ihr auch schon lange darauf gewartet, wer nun alles dabei ist. Es sind tatsächlich fast alle von Kurzdistanz, Mitteldistanz und Langdistanz dabei in einem neuen Format, über 2 Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, über die 4 Kilometer Rennstrecke auf NASCAR Speedway und dann der abschließende 18 Kilometer Lauf spricht auf jeden Fall für ein heißes und spannendes Rennen, was sehr, sehr viel Speed auch erfordert und mit sich bringt. Die Temperaturen allerdings werden ganz schön abkühlen zum Wochenende. Es wird nachts mit ungefähr 4 Grad und tagsüber bis zu 18 Grad gerechnet. Dafür, dass wir aber erst nachmittags starten um 2 Uhr Ortszeit, das ist dann 8 Uhr deutsche Zeit, ist das auf jeden Fall kein Kälterennen, sondern sehr angenehme Bedingungen, vor allem für die, die eben aus kälteren Regionen jetzt kommen. Wie ist die aktuelle Lage und wie ist mein Training und alles so gewesen? Einige Fragen haben mich über Instagram dazu auch erreicht. Vielen Dank dafür. Die Corona-Lage in den USA ist nach wie vor angespannt und die Zahlen steigen. Da ist aber auch jede Region ein bisschen unterschiedlich und es ist ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Also der Norden ist schon deutlich mehr betroffen, während im Süden vielleicht auch durch die noch angenehmeren Temperaturen die Zahlen im USA-Vergleich relativ gering sind, allerdings trotzdem auf einem sehr hohen Niveau. Einschränkungen gibt es hier in Florida relativ wenige, also die wollen schon noch nach wie vor sehr viel am Laufen halten. Andere Bundesstaaten haben angefangen, Ausgangssperren zu erteilen und auch die Situation von Restaurants deutlich einzuschränken. Also hier ist ja unweit, ist gleich in Orlando sind die ganzen Freizeitparks, die sind jetzt auch über dieses Wochenende die meisten komplett ausgebucht. Also da muss schon noch ein bisschen was passieren, damit die Leute da auch vernünftiger werden und einfach auch sich etwas zurücknehmen, um das einzudämmen. Gerade auch an dem Wochenende hier, wo Thanksgiving ist, wo man ja dankbar sein soll, aber was traditionell hier in Amerika auch ein riesen Familienfest ist, das birgt natürlich nochmal sehr viel Gefahr, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Es war vergangenes Wochenende schon im Vergleich sehr hohe Reisebewegungen da. Traditionell sind das ja immer die Tage, wo am meisten Flugverkehr in den USA immer ist. In dem Jahr war es jetzt auch seit Anfang März Rekordwerte und es wird vor allem auch für Sonntag, für den Rückreisetag nochmal mit sehr viel Verkehr gerechnet, im Flug, aber auch auf der Straße. Von daher bin ich froh, dass ich jetzt hier von Clermont nur noch eine kurze Anreise nach Daytona habe und da bequem mit dem Auto rüberfahren kann. Die Lage bleibt natürlich angespannt. Man glaubt, man kann selber auch nur so seinen Teil dazu beitragen, um das Risiko zu minimieren. Ich beschränke mich hier komplett auf mein Training. Radfahren, Laufen, Schwimmen, alles alleine. Der Pool ist auch Outdoor, also außer, dass man kurz an der Kasse vorbeigeht, ist man da auch mit niemandem in Kontakt. Und auch beim Rennen her, werden sämtliche Maßnahmen auch umgesetzt, um die Sicherheit von uns Athleten zu gewährleisten und da das Risiko zu minimieren.
Und dadurch, dass wir auch in einer geschlossenen Gruppe mehr oder weniger sind, die alle getestet werden nochmal im Vorfeld, ist es auf jeden Fall ein überschaubares Risiko und natürlich auch eine große Herausforderung in den Zeiten, so ein Event überhaupt durchzuführen und so zu machen. Das Rennen selber könnt ihr online verfolgen. Es wird sehr viel Live-Action geben. Am besten ihr schaut dabei auf die Homepage protriathletes.org. Dort könnt ihr euch für News anmelden und ihr könnt auch mit eurer Spende einen der täglichen Preise gewinnen. Und damit unterstützt ihr den PTO Relief Fund, der Projekte, die von Corona quasi sehr geschädigt wurden. Und zwar auch immer da, wo, immer in dem Land, wo der Spender herkommt. Also wenn ihr in Deutschland spendet, kommt das einem deutschen Projekt zugute. Wenn ihr in Österreich spendet, kommt das einem österreichischen Projekt zugute. Und ja, so könnt ihr was Gutes tun und gleichzeitig auch an dem Gewinnspiel teilnehmen. Dann, ja, ein paar Fragen zu meiner Vorbereitung und wie ich mich jetzt darauf vorbereite, auch wegen Ernährung. Ernährung, ja, will ich relativ kurz fassen, weil das ein sehr großes Thema ist. Also vor allem bei großen Rennen bereite ich mein Essen sehr gerne selber zu, dann weiß ich auch genau, was ich esse und kann das auch zum einen besser kontrollieren und habe auch weniger verarbeitetes Essen und Konservierungsstoffe oder so mit drin. Und um es kurz zu fassen, achte ich da in der Rennwoche, dass ich im Vorfeld die Kohlenhydrate deutlich reduziere und dann kurz vorher nochmal mit einem Carboloader in die Speicher ordentlich auffülle. Dann, ja, wie meine Chancen dort sind. Das wird sich natürlich zeigen, weil es so ein Format oder auch so ein dichtes Feld noch nie gab. Und ich freue mich aber auch riesig drauf, dass es eben dieses, was Neues gibt und auch diese Dichte an Athleten, wo jeder seine unterschiedlichen Stärken und Schwächen hat. Man muss natürlich auch schauen, ob es inwieweit es noch möglich ist, dann mit einem kleinen Schwimmrückstand nach vorne aufzuschließen, um ganz vorne auch ein Wörtchen mitreden zu können. Oder ob es von Anfang an einfach gnadenloses Ausscheidungsrennen wird. So nach dem Motto Last Man Standing. Da bin ich gespannt, aber werde auf jeden Fall schauen, dass ich meine Chancen nutzen kann. Zur Rennvorbereitung in der Rennwoche habe ich dann natürlich auch immer meine Standardwoche, also wo ich dann gewisse Trainingseinheiten pro Tag habe, wo ich auch genau weiß, was kommt, wo mir dann gewisses Selbstbewusstsein auch geben im Hinblick auf das Rennen. Und da ist viel dann nochmal so im Bereich, um die Renngeschwindigkeit anzutesten und ja, so das gewisse Renngefühl auch aufkommen zu lassen. Welche spezifischen Einheiten das genau sind, das kann ich jetzt hier nicht komplett detailliert preisgeben. Auch was FTP oder was die aktuelle Leistung ist, das bleibt mein Betriebsgeheimnis. Ich freue mich aber auf jeden Fall, auch, dass ich das jetzt mal noch zeigen kann. Eine weitere Frage kam auch noch, kann ich auch mal ein paar Tage faul auf dem Sofa liegen? Ich hoffe, dass ich mir die Tage dann verdiene, beziehungsweise ich weiß nicht, wie bis dahin die aktuellen Bestimmungen sind, wenn ich wieder zurückkomme. Da werde ich ja wahrscheinlich vorerst in Quarantäne gehen müssen, da wird mir nicht viel anderes übrig bleiben, außerdem ist dann erstmal Off-Season. Also das wird auf jeden Fall eine Zeit. Und ja, ehrlich gesagt, heute Morgen fiel es mir auch etwas schwer, aus dem Bett rauszukommen. Da wäre ich auch gerne noch ein bisschen länger liegen geblieben. Aber jetzt sind die finalen Tage und ja, da zählt es nochmal und dann darf bald geerntet werden. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ihr könnt euch auch auf richtig coole Action von uns freuen. Ich glaube, ja, vor allem auch aus deutscher Sicht sind wir mit einem richtig starken Team vertreten und wollen da ein Wörtchen mitreden. Von daher, Happy Thanksgiving und liebe Grüße aus Florida. Ciao!